Hallo, ich bin Jan und du begleitest uns heute im Beruf des Gießereimechanikers. Ich heiße Jan und wir zeigen euch heute, was wir hier produzieren. Ich bin Niklas, komm einfach mal mit. Und auch von uns ein herzliches Willkommen an deinem ersten Tag hier bei FIGA. Wenn du dich für den Verfahrenstechnologen interessierst, bist du hier auch richtig. Die Ausbildungsinhalte der beiden Berufe überschneiden sich nämlich stark. Das hier ist übrigens unser Ausstellungsraum. Und hier seht ihr einige der Rohrverbindungsstücke, die wir hier gießen. Die Rohrverbindungsstücke, die hier hergestellt werden, hast du sicher schon mal gesehen. Sie kommen zum Beispiel in der Gebäude- und Heizungsinstallation zum Einsatz. Als Gießereimechaniker überwachst du den Herstellungsprozess und bewegst dich dort, wo es auch mal richtig heiß werden kann. Jan steht hier am Ofen und kontrolliert, ob die Temperatur auch korrekt ist. Du kannst hier sehen, wie das Rohmaterial in den Ofen gebracht wird. Hier wird es erst einmal aufgeschmolzen. Von hier fließt das geschmolzene Material in den Warmhalteofen. Von dort geht es dann in den Vergießofen, wo das flüssige Metall in die Formen gegossen wird. Aber wie sehen die Formen genau aus? An jeder unserer Stationen muss genau gearbeitet werden. Teamarbeit und Genauigkeit sind hier das Wichtigste. Hier verlässt sich jeder auf jeden. So gewährleisten wir eine erfolgreiche Produktion. Die Formen werden aus Sand hergestellt. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass in die Formen noch weitere Formen eingelegt werden. Als Gießereimechaniker oder Verfahrenstechnologe stehst du aber nicht nur an den Öfen. Manchmal bist du auch im Labor tätig. Zum Beispiel, um das Material zu prüfen, aus dem später die Formen hergestellt werden. Das hier ist ein Rohteil, eines der Rohrverbindungsstücke, die wir gerade eben gegossen haben. Dabei muss man immer sehr aufmerksam sein, denn sonst entstehen Fehlproduktionen und das ist sehr ärgerlich. Das ist das fertig bearbeitete Bauteil. Es kann jetzt so, wie es ist, montiert werden. Ich hoffe, du konntest dir einen Einblick darüber verschaffen, was für einen Job wir hier genau machen und was für eine Verantwortung wir tragen. Wir machen jetzt Feierabend. Einen schönen Tag dir noch. Und auch wir verabschieden uns von dir. Wir hoffen, dein erster Tag bei FIGA hat dir gefallen. Bis dann.